Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Es tut mir leid, dass die ganze Woche nichts kam. Ich war wirklich super im Stress. Aber ihr bekommt jetzt ein Haul von mir und ich war bei DM und die Sachen zeige ich euch jetzt. Also viel Spaß dabei. Als allererstes habe ich die Schneewittchen-LE von Averde entdeckt und ich fand die Sachen an sich auch ganz schön, aber eben auch nichts Besonderes. Es gab so einen Blush-Tint, das fand ich ganz cool, aber ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht unbedingt haben wollen. Und es gab ein mattes. Nein, nicht ein mattes Puder. Es gab ein transparentes Puder. Das ist ja aber meistens dann immer so ein bisschen weißlich. Ich habe das so ein bisschen auf dem Handrücken ausprobiert und es war mir leider zu hell. Also man hat eben dieses Weiße noch gesehen und am Ende sieht man dann aus, als hätte man sich irgendwie Kreide ins Gesicht gepanscht. Darum habe ich es nicht mitgenommen. Ich habe aber den Kabuki mitgenommen und den packe ich jetzt einmal für euch aus. Also die waren auch alle noch da, die Kabukis. Da habe ich eigentlich gedacht, dass ich da Schwierigkeiten haben werde, ihn zu bekommen. Hier ist er. Er ist rot unten und schwarz und er ist ziemlich groß. Also wenn ihr euch das jetzt mal so anguckt im Vergleich zu meinem Gesicht. Er ist sehr, sehr weich. Ich werde ihn wahrscheinlich für Puder oder so benutzen. Riechen tut er nicht so gut, muss aber auch noch gewaschen werden. Aber ja, der Kabuki. Die Preise schreibe ich euch unten in die Infobox. Ich wollte mir eigentlich die Zeit ersparen und sie euch jetzt sagen und einblenden oder weiß ich nicht. Aber ich habe den Kassenzettel drin vergessen und bin jetzt zuvor nochmal reinzugehen. Also, der Kabuki. Meine Errungenschaft Nummer 1. Dann kommen wir mal zur Viennard LE von Catrice. Da habe ich mir einen Nagellack mitgenommen. Den trage ich auch schon. So sieht der aus. Ist eben so ein Gold mit, nein, gar nicht, ein Rot mit Goldschimmer. Und sieht im Fläschchen so aus. Das spiegelt jetzt ein bisschen so. Wer den mal ein bisschen genauer sehen möchte, kann auch mal bei Instagram gucken. Da habe ich da schon ein Bild gepostet. Und da wird jetzt auch im Laufe des Tages noch eine Makroaufnahme folgen, weil ihr wisst, ich stehe gerade irgendwie ein bisschen auf Makroaufnahmen. Ebenfalls aus der Viennard LE habe ich das Blush mitgenommen. Und zwar ist das die Farbe Floral Enchantment, beziehungsweise Floral Ornament. Und was war das denn? Habt ihr es gehört? Das Blush sieht so aus. Ich mache das auch mal auf. Ich finde die Prägung super, super schön. Und ja, das werde ich euch jetzt natürlich auch noch swatchen. Das sind die beiden Farben. Und so sehen die dann aus. Wenn man die zusammenmischt, gibt es eben so einen Mischton. Wow. Laune. Ja. Es gibt einen Mischton, wenn man es mischt. So, ihr wisst Bescheid, Leute. Weiter geht's. Aus der Viennard LE habe ich sonst nichts mitgenommen. Die hatten auch. Oh nein, was ist denn hier hinten los? Guckt mal. Aber da fehlt gar nichts. Ach, das ist im Fännchen. Okay. Die hatten auch noch Lidschatten, die waren auch alle schön, aber nichts Besonderes. Und bei den Nagellacken, die haben mich irgendwie sonst auch total kalt gelassen. Ja, gut für den Geldbeutel. Dann habe ich von den Color Show Nagellacken die Be Brilliant Nagellacke entdeckt. Und das ist ja die aktuelle Limited Edition. Und ich habe zwei Stück mitgenommen. Und zwar diese beiden hier. Zum einen den blauen in der Farbe Skyline Blue. Okay, es spiegelt, es spiegelt. So. Skyline Blue. Und dann noch den anderen. Jetzt müsst ihr halt meinen Arm hier ertragen. In der Farbe Light It Up. Und der hat eben so buntes Glitzer drin. Ich weiß noch nicht, ob die deckend sind. Ich kann es mir jetzt erstmal so nicht vorstellen. Ich werde sie aber ausprobieren und ihr werdet das dann natürlich bei Instagram sehen, wenn ich die beiden lackiere. Ja, also haltet die Augen danach offen, wenn euch das interessiert. Und dann habe ich noch die Lala Berlin LE von Catrice entdeckt und war erstmal total geflasht, wie wunderschön die aussah. Das war irgendwie so schick gemacht, ich weiß nicht, so hochwertig sah das einfach aus. Ich habe drei Sachen mitgenommen, wobei ich vielleicht auch noch den zweiten Lidschatten mitnehme, weil der jongiert so, also er sieht im Fändchen weiß aus, aber er jongiert so ein bisschen ins Lila, Grün. Ich kann euch das schwer beschreiben. Es gibt auch noch so ein loses Powder, loses Glitzerpuder. Pigment könnte man auch sagen. Aber irgendwie, das war mir ein bisschen zu sparkly. Auf jeden Fall habe ich diesen Lidschatten mitgenommen in der Farbe Shades of Grey. Nee, Shade of Grey. Und mir ist was Blödes passiert. Ich wollte das gestern aufmachen und habe das so aufgemacht und es ging nicht. Und dann bin ich mit meinem Nagel
so einmal hier reingeschrammt. Darum sieht er jetzt leider nicht mehr so schön hier oben aus. Aber es geht ja trotzdem noch um die Farbe und die Farbe ist ein Traum. Zeige ich euch natürlich jetzt auch mal. Erstmal so auf dem Finger. Und geswatcht. Jongiert eben auch ein bisschen. Und finde ich eine super schöne Farbe. Bin ich glücklich, dass ich den bekommen habe. Dann habe ich ein Nagellack natürlich noch mitgenommen. Was heißt natürlich? Ich fand die anderen eigentlich zuerst mal sehr unspektakulär. Es gab einen, der sah ein bisschen so aus wie dieser von Essence, der im Dunkeln leuchtet. Also so milchig, grünlich, wie diese Sterne, die man sich eben auch an die Decke kleben kann, die dann nachts leuchten. Ich habe jetzt aber gesehen, dass zumindest der rote Nagellack wohl matt trocknet. Ich weiß nicht, ob das für alle Lacke so gilt, aber vielleicht schaue ich mir das nochmal genauer an. Die sehen auf jeden Fall so aus, auch voll schön mit hier dem Matten. Ist auch die Farbe Shade of Grey und ist eben so ein Grau. Ich komme mal etwas näher. Und der hat so einen ganz, ganz leichten lila Schimmer, habe ich das Gefühl. Ich bin gespannt. Gibt es dann natürlich auch in der Makroaufnahme. Und als letztes habe ich mir aus der LE noch einen Lippenstift mitgenommen. Da gab es zwei Stück, zwei rote. Und es gab auch noch so Glosse, glaube ich. Die habe ich mir aber gar nicht angeguckt. Und ich habe die C02 Rude Red mitgenommen. Die sehen auch super schick aus, sind auch so matt. Und hier steht eben dann nochmal Lala Berlin. Und ja, es ist diese Farbe hier. Den swatche ich euch natürlich auch mal. Es sind matte Lippenstifte übrigens. Und das ist die Farbe. Ja. Ja, ich hatte mich verliebt. So, Leute, das waren die Sachen, die ich gestern bei DM gekauft habe. Das Video ist, glaube ich, relativ kurz geworden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, ich weiß, es tut mir so leid, dass keine Videos gekommen sind. Ich werde versuchen, dieses Wochenende welche vorzudrehen, weil, wie gesagt, wenn ich nach Hause komme, ist es dunkel und da lässt sich das schlecht realisieren. Aber ja, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und ich sage bis bald. Tschüss!